ich P? Bin ich OP? Schreibt mir in die Kommentare, bin ich OP? Meint ihr? Before you come rushing. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive. Wir sind hier noch in der Lobby und das liegt daran, dass ich euch eigentlich was zeigen wollte. Und zwar gibt es neue Leaderboards und auch so mehr oder weniger neues Punktesystem. Und darüber wollte ich an sich so ein bisschen reden und mir ist aufgefallen, dass es Leute gibt, die negative Punkte haben, also die haben ja Minuspunkte. Zum Beispiel der Typ hier war das, der hat einfach minus 65 Punkte und für jeden Tod verliert er jetzt nochmal 5 Punkte, das geht halt immer weiter ins Minus. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass jemand in der Lobby ist, der auch negative Punkte hat, aber irgendwie gerade nicht. Aber hier seht ihr halt zum Beispiel ein Beispiel und man sieht jetzt auch den Game Rank, also keine Ahnung, ich denke mal, das ist der Rang, den man auf dem Leaderboard hat. Allerdings ist das noch ein bisschen buggy, glaube ich. Ich kann das gleich nochmal testen, wenn wir geportet worden. Ich bin, glaube ich, die Map, ja, Futuristic City, das ist cool, weil ich denke, über das Thema kann ich ein bisschen mehr erzählen. Oder hoffe ich zumindest, weil ich finde das eigentlich ziemlich spannend. Und auch vor allem, ja, keine Ahnung, man kann viel dazu sagen, finde ich. Erstmal Nordosten ist da zwischen diesen zwei Türmen durch und ich mache jetzt einfach mal Records. Also ich bin Rang 0. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich nicht auf dem Leaderboard bin. Ich kann ja mal, wer ist denn auf dem Leaderboard? Jonas... 2, 2, 4, 6. Der ist auch Rang 0. Vielleicht ist es, weil er Erster ist. Ich probiere nochmal irgendjemand. Wer ist noch auf dem Leaderboard? Mellomausi. Nee, okay, wird nicht angezeigt. Schade eigentlich. Ja, aber auf jeden Fall gibt es jetzt ein oder zwei neue Leaderboards. Und zwar einmal das monatliche Leaderboard und einmal das Sommer-Leaderboard. Und natürlich das normale, das All-Time-Leaderboard gibt es auch noch. Und das monatliche Leaderboard ist jetzt so, dass es jeden Monat quasi einen kompletten Neustart von Hive Survival Games gibt. Also es gibt halt, oder denke ich mal, dass es so sein wird, also es wird jeden Monat ein komplett neues Leaderboard geben, wo dann die Leute komplett alle Stats neue spielen können. Und also von den Spielen, die sie halt spielen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel 10 Runden spiele, dann kommen sie natürlich auf meine normalen Stats rauf, also auf dieses All-Time-Dings da. Und dann kommen sie halt nochmal quasi aufs monatliche Leaderboard. Und aufs Sommer-Leaderboard dann halt auch. Aber auf jeden Fall finde ich, ist das eigentlich eine richtig geile Idee, weil man sieht halt so die Stats, die man quasi in dem Monat gehabt hätte, wenn man spielt. Also natürlich, es gibt ziemlich viele inaktive Leute auf dem All-Time-Leaderboard zum Beispiel. Also bei Hide and Seek war es zum Beispiel so. Also ich habe ja, ich kenne mich ja relativ gut in Hide and Seek aus. Und von den 13 Leaderboard, also von den 13 höchsten Plätzen in Hide and Seek, also Platz 1 bis 13, waren glaube ich nur 3 oder 4 aktiv. Und ich finde, das zeigt so, ja, keine Ahnung, es gab mal Leute, die das viel gespielt haben, aber spielen schon lange nicht mehr. Zum Beispiel der eine Typ spielt das schon seit irgendwie ein paar Monaten nicht mehr und ist trotzdem noch richtig weit oben. Und das gleiche ist halt in Survival Games auch so. Also ich denke mal, auf den oder von den Top 100 sind, ja, 30 aktiv, schätze ich mal. Also ich glaube nicht, dass es viel mehr sind. Und dafür finde ich, ist das monatliche ganz geil, weil man so halt genau sieht, was man so für Stats gehabt hätte, oder was man so für Stats hat halt, wenn man spielt. Und vor allem, die können sich ja jeden Monat dann halt verbessern oder verschlechtern, je nachdem, ob man besser oder schlechter wird. Und ich finde das eigentlich eine richtig geile Idee. Wie ich es vielleicht schon ein paar Mal gesagt habe, ich weiß gerade gar nicht, weil irgendwie ich bin so ein bisschen geflasht von dieser Idee, weil ich die echt gut finde. Weil, keine Ahnung, ich finde, das ist so richtig nice, weil es gibt einem nochmal so einen neuen Antrieb. Weil ich denke mal, viele Leute, die jetzt so Survival Games anfangen würden, würden nicht spielen, weil sie es halt einfach nicht ins Leaderboard schaffen würden. Weil man braucht jetzt zum Beispiel, glaube ich, schon 500 Wins, um allein ins Leaderboard zu kommen. Und dann natürlich in die Top 100 oder so braucht man ja schon über 1000 Wins. Und das ist natürlich schwierig zu erreichen und das ist in den monatlichen Leaderboards natürlich was ganz anderes. Wobei ich sagen muss, dass die monatlichen Leaderboards auch ein bisschen wieder den Sinn verfehlen, weil es einfach wieder richtig unnormal viele Booster geben wird, denke ich mal. Weil zum Beispiel der Erstplatzierte, der heißt Skiller X oder irgendwie sowas, also es ist jetzt nichts gegen ihn oder so, vielleicht ist er auch wirklich so gut, aber ich muss dazu sagen, dass er 84er KD gestern hatte und irgendwie 65k oder so und an sich richtig unnormal gute Stats, also entweder ist er richtig gut oder er ist halt ein Booster und ich muss dazu sagen, ich habe ihn einmal in-game gesehen in der Non-Premium-Runde, also quasi ein Free-Win, da hat er ein Dreier-Team gemacht, deswegen sieht es für mich ein bisschen nach Booster aus, aber ich bin mir nicht sicher, also kann auch sein, dass er gar nicht boostet, könnt ihr mich gerne verbessern, falls es nicht so ist, aber... ja, halt die Booster, die jetzt so no-lifen können und so weiter, das ist natürlich dann ein bisschen blöde, weil die können jetzt natürlich irgendwie 20 Stunden am Tag spielen und gewinnen dann irgendwie jedes Spiel und kriegen dann 100 Wins am Tag und das ist natürlich schon so eine Sache, weil zum Beispiel wollte ich eigentlich ein bisschen auf dem Leaderboard zu spielen, habe ich mir überlegt, aber irgendwie dann doch nicht, weil Survival Games bockt im Moment nicht so für mich, finde ich, also ich mache im Moment lieber andere Sachen. Aber auf jeden Fall habe ich dann eben mal geguckt, weil ich hatte kein Internet, da kann ich gleich auch nochmal was zu sagen. Aber ich habe auf jeden Fall eben noch mal geguckt, irgendwie eineinhalb Tage nach dem Start quasi. Und da hatte der Skiller Egg schon fast 50 Wins.
Und ich meine, 50 Wins an 1,5 Tagen, das ist krass, Leute. Da kann ich nicht mithalten. Und ja, keine Ahnung, den spiele ich halt lieber nicht, weil es ist jetzt schon quasi, also ich kann es jetzt schon quasi nicht mehr schaffen, außer halt komplett aufzuspielen. Weil 50 Wins und wenn er so weitermacht, dann hat er das Ding schon gewonnen eigentlich. Aber ja, also keine Ahnung, ich finde. Ja, man sieht halt so seine Stats und das finde ich ist richtig spannend, weil es einfach so einfach ist, darauf zu kommen. Und man sieht halt wirklich, wer aktiv spielt und wer halt nicht. Zum Beispiel habe ich Jonas noch gar nicht in die Leaderboards da gesehen, also den ersten in den normalen Leaderboards. Ich denke mal, den kennt jeder, aber ich sag's trotzdem nochmal. Der hat irgendwie 4000 Wins oder so und der ist jetzt, soweit ich weiß, noch gar nicht auf den Leaderboards drauf oder zumindest nicht in den Top 50 oder keine Ahnung so. Und ja, also, keine Ahnung. Ich finde die Idee eigentlich richtig nice. Für so ein Daily Leaderboard muss ich ganz, für so ein Monthly Leaderboard, das finde ich richtig cool. Also es gibt ja auch dieses Daily Leaderboard, das ist so eine Seite von so einem anderen Typen, also nicht von Hive, aber von so einem Typen, der das halt gecodet hat oder so. Und der hat halt eine eigene Website und da kann man halt die Daily Wins, glaube ich, sehen, die Daily Punkte, die, oder, nee, warte, wie waren das? Also man kann erstmal, das ist erstmal nur für Leute, die auf dem Leaderboard sind, also von dem All-Time Leaderboard da. Und dann ist es irgendwie so, dass man kann sehen, wer oder welche 10 Leute die meisten Punkte verloren haben, die meisten Punkte gewonnen haben, die meisten Spiele gemacht haben und so. Und das finde ich ist eigentlich auch eine richtig geile Idee und ja, da macht Hive halt so einen kleinen Schritt schon hin, also in Richtung von dem halt. Das finde ich eigentlich ziemlich nice, weil ich finde die Idee richtig gut und ich finde, das gibt auch nochmal so neuen Antrieb zu spielen quasi. Weil ich denke mal, es gibt viele Leute, die halt wirklich nicht so die Motivation haben, aufs Leaderboard zu kommen, weil es einfach. Ja, es ist so schwierig, darauf zu kommen. Man braucht 400 Wins und dann ist man erst auf dem Leaderboard. Und ja, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig und irgendwie, keine Ahnung, entmutigend oder so. Oder demotivierend, ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Aber auf jeden Fall finde ich, ist das jetzt ein ganz guter Antrieb für die Leute, die halt wirklich mal aufs Leaderboard kommen wollen. So, Entschuldigung für diese kleine Unterbrechung, aber mein Essen ist gekommen, weil wir haben Essen bestellt und das habe ich mir jetzt hergeholt. Und jetzt geht's aber weiter und ich weiß gerade gar nicht mehr, wo ich war. Kann ich mir ein Dierschwert machen? Ich brauche Sticks noch. Okay, dann mache ich mir mal hier eben ein paar davon. Wo tue ich die am besten hin? Dahin. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich war. Ich glaube, Motivation oder so. Es ist eine ganz neue Motivation jetzt zu spielen, weil es gibt, denke ich mal, richtig viele Leute, die sich da jetzt einfach aufspielen, vor allem weil es einfach jeden Monat eine komplett neue Chance ist, darauf zu kommen. Und was natürlich noch mehr motiviert ist, dass man da auch sogar was gewinnen kann, soweit ich weiß. Also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt nur bei dem bei dem Sommer-Leaderboard ist, dass man das gewinnen kann. Aber ich glaube, man kann es jetzt jeden Monat bei dem monatlichen Leaderboard gewinnen. Und zwar ist es so, wenn man irgendwie Erster, Zweiter oder Dritter ist, die gewinnen halt was. Und zwar der Erste kriegt, glaube ich, Emerald Premium und ein Tier, was man irgendwie sonst nicht bekommen kann. Also so ein Haustier halt im Hub. Und da gibt es halt für den zweiten Platz auch nochmal ein Tier Premium, Dingsens. Und ich glaube auch ein Tier, aber ich bin mir da gerade gar nicht so sicher. Und da gibt es einfach nochmal Gold Premium. Und ich weiß halt nicht, ob es ein Tier auch noch für den dritten und zweiten und dritten gibt, aber könnte ich mir vorstellen. Und auf jeden Fall ist das natürlich noch mehr Anreiz. Also wenn man jetzt auch Non-Premium ist, dass man da halt spielt. Und so. Und ich finde das eigentlich, wie gesagt, eine richtig gute Idee, dass Hive sowas auch mal macht. Und ja, so. Dann wollte ich noch irgendwas sagen. Wozu wollte ich noch was sagen? Ach ja, genau, mein Internet war weg. Und zwar, das war eine richtig lustige Geschichte. Oder eigentlich war die überhaupt nicht lustig, aber es war so, dass gestern hat es bei uns unglaublich doll geregnet und gewittert und alles. Also in letzter Zeit bei uns gewittert es richtig doll. Also wirklich unnormal doll. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Aber gestern war es dann halt wieder so richtig unnormal doll. Und dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass unser Keller vollgelaufen ist, weil da kann, also es ist quasi, wir haben eine Einfahrt und die geht ein bisschen nach unten und dann kommt da unser Keller und da kann man halt mit dem Auto quasi reinfahren. Und da ist halt Wasser reingelaufen, weil da geht es halt nach unten und so und da war der Keller halt voll. Und das Ding ist, unser Keller ist nicht einfach eine Garage und so, sondern unser Keller ist, also es ist quasi halt eine Garage einerseits und eine kleine Werkstatt, weil mein Vater kann halt Autos reparieren und so und macht das auch voll gerne so hobbymäßig und keine Ahnung was. Und auf jeden Fall haben wir da halt so die Gartengeräte und sowas alles und ein Auto auch. Und dann gibt es aber auch noch mehrere Räume da unten. Und zwar einmal ein Arbeitszimmer mit Teppich und alles und PC und mit der Fritzbox unter anderem.
Und dann gibt es aber auch noch eine Küche und ein Badezimmer und den Heizungsraum und die Waschmaschine und sowas. Das ist alles unten. Und da war jetzt das Wasser drin und das war wirklich hoch. Das war irgendwie. Was war das? Ne, das war irgendwie. Boah, ich schätze mal 10 Zentimeter. Und das ist ein großer Raum. Also die Räume da unten sind insgesamt so groß wie unser komplettes Haus nochmal. Also von der Fläche her. Und das war überall 10 Zentimeter Wasser. Und das müsst ihr euch geben. Das war so viel Wasser. Es war richtig schlimm. Und vor allem die Fritzbox ist ein bisschen in den. So, das war dann Störung Nummer 2 Millionen. Langsam bin ich echt wütend, oh mein Gott. Aber auf jeden Fall, ja, war da halt Wasser und der Teppich ist jetzt im Arsch und ja, jetzt fängt es ja auch schon an zu regnen, oh mein Gott. Auf jeden Fall ist der Teppich jetzt im Arsch und das viele Möbel sind im Arsch und die Fritzbox muss rausgezogen werden wegen Strom und so und dann hatten wir auch keinen Strom mal kurz. Und ja, deswegen konnte ich gestern Abend nicht spielen, was ich eigentlich wollte, was ich mir vorgenommen hatte. Aber jetzt geht's, glaube ich, wieder. Nur jetzt ist da unten halt alles so ein bisschen im Arsch. Und das ist nicht so cool eigentlich, aber. Na, keine Ahnung. Es ist. Keine Ahnung. Es. Keine Ahnung. Ich sag richtig oft keine Ahnung. Und ja. Aber irgendwie. Es ist so. Man sieht das immer so im Fernsehen. So die Bilder von irgendwelchen überfluteten Häusern und so. Und das juckt mich irgendwie nie, wenn da irgendwas überflutet ist. Also keine Ahnung. Wirklich nicht. Also ist mir eigentlich relativ egal. Und ich denke mal, dass es euch auch ziemlich egal ist, dass unser Keller vollgelaufen ist. Was ist los mit dem Jungen? Ups, das war gar kein Feuerzeug. Und das seht ihr jetzt auch einmal hier. Es gibt die normalen Punkte, das sind die oberen, und da gibt es nochmal die Monthly Points. Und die normalen Punkte sind halt ganz normal, die Punkte, wie es schon immer waren. Und die Monthly Points sind dann halt die Punkte, die man in dem Monat bekommt. Und da die meisten Spieler ja kaum spielen, geben die meisten auch nur 5 Punkte. Und wenn man trotzdem, wenn man irgendwie 2000 monatliche Punkte hat, verliert man noch 50 monatliche Punkte. Also es ist quasi ein kompletter Neuanfang für Survival Games für den Monat halt. Aber jetzt nochmal back zu der anderen Geschichte, zu der anderen Story. Und zwar, keine Angst, es juckt irgendwie mich nie, wenn da irgendwas ist so. Also natürlich ist es doof und so, aber mich im Endeffekt betreffen tut es ja nicht. Und deswegen denke ich nicht, dass es euch juckt, aber es war auf jeden Fall mal irgendwie komisch zu sehen, wie das denn so ist, wenn das einem selber passiert, weil irgendwie, keine Ahnung, es ist komisch, wenn der Wasser, wenn der Keller so im Wasser steht irgendwie. Und ja, also das wollte ich eigentlich nur mal erzählt haben. Und falls euch aufgefallen ist, ich habe auch meine Gamma-Einstellung höher gemacht. Also man kann bei Minecraft, in dem Minecraft-Ordner kann man die Helligkeit ändern. Das habe ich gemacht. Allerdings finde ich, in Aufnahmen ist das, finde ich, nicht so schön. Deswegen turne ich das mal wieder ein bisschen down. Also ich mache es jetzt mal wieder aus, weil ich finde, an sich, wenn man spielt, ist es ganz praktisch. Aber ich finde, in den Aufnahmen ist es natürlich auch praktisch. Aber ich finde es nicht so hübsch. Deswegen habe ich das jetzt mal wieder ausgemacht, weil, keine Ahnung, ich finde es nicht so geil eigentlich. Und ich setze jetzt mal mein Inventar so ein bisschen. Wir haben richtig viele Kuchen. Und wir haben Essen, das ich nicht brauche eigentlich. Guck mal, ob hinter mir einer ist. Da ist sogar niemand, das ist doch schön. So, das noch da, das noch da. Dann haben wir hier Kuchen ohne Ende. Das ist echt krass. So, und jetzt warte ich einfach den Refill. Es sind noch slash TL. Eine Minute noch bis zum Refill und es leben gar nicht mehr so viele Leute. Ich bin gar nicht sicher, ob ich die Runde überhaupt gewinne, weil irgendwie. Oh, schon wie viel läuft. Weil irgendwie bin ich gerade nicht so der krasseste, weil ich habe halt ein paar Tage nicht gespielt und ich würde jetzt auch gerne essen, deswegen muss ich die Runde eigentlich nur hinter mich bringen. Die Schuhe sind schon mal auf jeden Fall drin, läuft doch. Oha, die Helm ist schon mal drin, läuft doch. Ich hatte auch letztens mit Max auf Sequoia einen Dia-Harnisch. Und ja, ihr hört richtig, ein Dia-Harnisch hatte ich und das war mega cool. Das hat auch richtig Spaß gemacht, weil Sequoia ist so unsere Map mehr oder weniger, die kennen wir richtig gut. Und da hatten wir eine richtig krasse OP-Route. Und dann hatten wir auch noch den Refill und dann hatten wir einfach Full Iron, beide Eisenschwert und dann halt noch ein Dia-Harnisch. Und das war richtig krass. Ich hatte noch nie in meinem Leben zuvor ein Dia-Harnisch, muss ich dazu sagen. Oder doch einmal auf Funville. Allerdings finde ich, zählt das nicht, weil Funville. ja, auf jeden Fall war das richtig krass und da habe ich mich richtig drüber gefreut, weil ein Dia-Harnisch, Leute, das müsst ihr euch geben, einfach ein Harnisch aus Diamanten. Ich meine, sowas hat man nicht oft, das waren 8 Diamanten. Und auf MCSG könnte es ja eher sogar sein, finde ich, weil MCSG ist ja irgendwie, finde ich, ein bisschen, also nicht so geizig mit den Diamanten wie Hive, finde ich jetzt. Aber im Endeffekt ist es doch richtig geil, dass wir ein Dia-Harnisch haben. Ich kann euch auch einen Screenshot damit zeigen. Es war mega geil, also. Keine Ahnung, ich überlege, ob ich Sequoia jetzt öfters spielen soll und dann halt immer auf Refill warten soll, weil das Ding ist, kaum jemand kennt die Map so gut wie wir es tun und deswegen kriegen wir meistens die ganzen Tier 2s auch nochmal alle ab.
Und das ist natürlich dann richtig geil, wenn man da einen Dia-Harnisch bekommt. Das wäre echt cool. Und jetzt haben wir schon 6 Dias. Ich meine, Leute, vielleicht kriegen wir eine Dia-Hose, wenn es gut läuft. Aber dann muss ich natürlich auch wieder zum Spawn kommen. Ich beeile mich jetzt einfach und hole nur die Tier-2s. Was anderes brauche ich ja sowieso nicht eigentlich. So, dann stelle ich hier zu der Tier-2. Kommen Diamanten, Diamanten? Okay, Feuerzeug, aber immer 2 Stück sogar wieder. Oh Gott. Was haben wir hier noch in Diamanten? Okay, Dia-Hose haben wir schon mal. Das läuft doch. Das läuft doch. Und da oben ist jemand. Ich will den nicht töten, wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss es tun, glaube ich. Ich gehe einfach drauf. Es ist ein Mädchen. Oh Mann. Nachher ist ein Refill. Das wäre richtig doof. Refill würde ich gerade sagen. Nachher ist ein Deathmatch. Das will ich eigentlich nicht. Deswegen lasse ich die doch in Ruhe. Da oben war sie dran. Das ist uncool. Ich laufe jetzt einfach ganz schnell weiter. Und ich will jetzt einen Dia-Harnisch nochmal haben. Wie episch wäre das? Okay, noch ein Feuerzeug. Was schmeiße ich denn weg? Großes Fleisch. Und nehme ich das Feuerzeug nochmal mit. Und. Was da? Wir hatten noch 2 Goldäpfel übrigens. Deswegen nehme ich jetzt auch immer Gold mit, weil für den Fall, dass es einen Refill gibt, ist natürlich ein Goldapfel auch noch richtig cool und gibt einem nochmal richtig den Vorteil. Ich meine, man hat 2 extra Herzen und ich glaube 5 Sekunden lang reckt man. Ziemlich schnell. Das ist natürlich dann ziemlich cool auch. So, dann zack hier hoch. Ich mach's mal kurz. Okay, ich kann irgendwie nichts wegschmeißen, so wirklich. Ich laufe lieber schnell weiter und guck, dass ich hier noch ein bisschen Diamanten bekomme. Oh Gott, das wäre cool, wenn wir Dia-Harnisch bekommen. Es sind noch 3 Tier-2s vor uns. Rein theoretisch könnten da sogar noch 6 Diamanten drin sein, weil ich glaube, man. Oder ich glaube, es können 2 Diamanten, soweit ich weiß, in einer Kiste spawnen. Hatte ich auf jeden Fall schon ein paar Mal. Und das versuche ich jetzt einfach. Oh mein Gott, das wäre so cool. Und ich glaube irgendwie, dass da 3 Araber sind, die vielleicht teamen, aber es juckt mich nicht. Wenn ich einen Dia-Harnisch habe, lade ich das auf jeden Fall hoch. Und an sich würde ich das hochladen, weil ich unbedingt essen muss. Und dann cutte ich das, während ich esse oder so. Keine Ahnung, weil ich habe das Essen jetzt sowieso in meinem Zimmer. Also werde ich da wahrscheinlich YouTube gucken oder so und dann cutte ich es vorher noch und renne es dann während ich YouTube gucke. Und wenn ich dann mit YouTube fertig bin oder gegessen habe, dann ist es auch fertig gerendert und so. Und das ist ganz cool eigentlich. Und ja. Ich weiß gar nicht, was ich gerade für Scheiße laber. Ich weiß gar nicht, warum ich da. Ich habe doch Schritte gehört, oder? Oder nicht? Naja. Okay, komm, bitte. Ein Dia hätte ich jetzt noch gerne. Komm, bitte, 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 bitte. Ja, noch ein Dia. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, Dia-Harnisch again. Das ist doch richtig geil. Ich habe jetzt in den letzten 3 Tagen 2-mal Dia-Harnisch gehabt und davor in 2 Jahren SG einen. Ich meine, hallo? Das ist doch. Es ist ja. Ich laufe jetzt aber ganz schnell nach oben. Glaube ich. Oder warte, ich kill nochmal das Schaf hier. Einen enchanteten Dia-Harnisch, das wäre richtig Baba. Okay, ein so ein Ding brauche ich noch. Ich laufe jetzt trotzdem lieber erstmal. Oh nein, hier ist noch ein Schaf. Okay. Dann könnte ich vielleicht, wenn ich es schaffe, von der Zeit her einen enchanteten Dia-Harnisch machen. Und das wäre Bombe. Das wäre geil. So. Ich hoffe einfach mal, dass keiner am Spawn ist. Hoffentlich kein Viererteam, was mich da abfängt. Der Araber Emerald, der Araber Premium ist auch tot. Deswegen. Und der hat die ganze Zeit im Chat mit irgendjemandem geschrieben, glaube ich. Deswegen, vielleicht ist das Team auseinandergenommen. Oder vielleicht wollte ich auch irgendwas anderes. Ich bin mir da ganz unsicher gerade. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich ehrlich sagen. Weil einerseits will ich, dass die Runde schnell zu Ende geht. Andererseits will ich einen Dia-Harnisch enchanten. Und ja, also es wäre auf jeden Fall. Wenn das nicht OP ist, dann weiß ich auch nicht. So, ich habe auch nichts mehr wirklich zum Reden und es ist so. Es ist voll die komische Stimmung gerade. Ich will nämlich unbedingt essen und es regnet und die Runde ist gar nicht mehr so schön. Ich möchte jetzt, dass sie schnell zu Ende ist. Ich habe übrigens die Regengeräusche ausgemacht, weil die nerven einfach total. Und das will ich euch nicht antun. Das will ich mir sowieso nie antun, eigentlich Regengeräusche. Und ich guck mal kurz. Ich glaube, es ist niemand am Spawn. Das wäre auf jeden Fall richtig geil, wenn wir einen Dia-Harnisch hätten. Da kann ich ja noch ein Eisenschwert machen, wie ich das gesehen habe. So, zack, Dia-Harnisch hätten wir. Eisenschwert hätten wir. Ups, so. Goldapfel hätten wir auch. Ups. So, zack. Jetzt laufe ich nochmal ganz schnell. Oh, nein, 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 nein. Oh mein Gott. Nein, ich glaube, der hackt. Ich weiß es aber nicht. Ich laufe jetzt einfach weg. Gegen den habe ich jetzt keinen Bock. Nein, ich kann die Dia-Harnisch nicht mehr enchanten. Was ist das? Ach man. Wofür habe ich das Level jetzt mal im Ernst? Oh Gott, Leute, ich bin OP, oder nicht? Oh, Jungs, Jungs, Jungs. War mal eine Hex, lol. Hä, was ist der? Was will der? Ich nehme mal schnell den Harnisch hier noch mit. Ich probiere ihn mal. Habe ich einen Bogen? Ja, ich habe auch viele Pfeile, glaube ich. Ja, 12, 20 sogar. Meinte der, ich hacke oder was will der? Dann dachte er, dass ich dachte, dass er hackt. Okay. 2 Hits. Okay, den hätten wir, wenn ich ihn töten würde. Ja, okay, den hatten wir. Nice, okay. Kann ich nämlich gleich nochmal den Apfel essen. So, ich gucke jetzt mal nach da, nach da. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Randy-Mädchen. Ach, das ist das Randy-Mädchen von eben.
Ich esse jetzt mal den Goldapfel, dann mache ich das nach da. Und ich habe so viele. Boah, Jungs, Alter, ich bin OP. Laber doch nicht, ich habe keinen Dierharnisch. Attacke. Ich habe einen Dierharnisch, guck mal her. Guck mal her, ich habe einen Dierharnisch. Und zwei extra Herzen. Was willst du von mir? Was willst du von mir? Oh mein Gott. Oh, bam. Nerv mich nicht. Oh, lol. Der Typ hat's auf jeden Fall auch drauf. Okay, nochmal gehittet. Und zack. Und zack. Und zack. Okay, den hätten wir auch. Das Mädchen soll mich nicht anschießen. Ich will den Kuchenturm noch bauen. So, Störung Nummer 3. Jetzt hasse ich meine Familie dafür, dass sie dreimal in die Aufnahme geplatzt sind. Aber, naja, ich meine, Leute, ich bin OP. Ich bin OP. Bin ich OP? Schreibt es mir in die Kommentare. Bin ich OP? Was meint ihr? Zack, brenn. Oh, das hat nicht so gut funktioniert. Ich sperre mich jetzt hier mit Dingsens zu. Ich mache hier eben den hier. Zack, zack, zack. Und zack, zack, zack. So, dann, was machen wir denn mit den ganzen... Oh, Jungs, Alter, ich will doch keinen Krieg mit der. Die ist auch behindert, oder? Die ist so behindert. Vor allem, es macht mir einfach null Schaden. Ist sie dumm? Oh Gott, Alter. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt auch gegen die. Ich bin mir sogar echt vorstellen, dass ich gegen die sterbe. Zack. Und zack. Das Ding ist, ich wollte sie nicht mal töten, aber... Naja. Also, Leute, ich will ja nicht sagen OP. Aber... Naja, ich habe gerade einen Screenshot gemacht. Auf jeden Fall, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, dann schreibt doch mal Hashtag OP in die Kommentare. Einfach nur OP. Und ansonsten hoffe ich, dass euch gefallen hat, wie ich über das Zimmer geredet habe. Und ich hoffe natürlich, dass euch der Stuff gefallen hat. Weil ich meine, wir haben einen Dierharnisch. Okay, zweimal in drei Tagen, aber ich meine, habe ich gesagt. Ah ja, okay. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video soweit gefallen hat. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein und ciao.